Hi. Ich guck mal. Ich habe mir hier schon Jack Daniels bereitgestellt, weil ich ganz genau weiß, dass ich, wenn ich mit diesem Video fertig bin, mir erstmal die Kante geben muss. Okay, Leute, ich muss jetzt mal endlich mit euch Klartext reden. Okay, wie fange ich jetzt an? Ihr wisst, war vor ein paar Tagen die Vorwahl für das Tube Clash Final Voting. Und ich habe euch um den einfachen Gefallen gebeten, mich da reinzuwählen. Ja. Und jetzt bin ich vorgestern auf YouTube gegangen und hab da dann die 15 Finalisten gesehen. Ihr habt's ja wahrscheinlich auch gesehen. Ich bin wieder mal nicht dabei. Da muss ich mich jetzt ja fragen, woran das liegen könnte. Ihr hattet die einfache Aufgabe, auf meinen Link in der Videobeschreibung zu klicken und für mich, The Boborator, zu voten. Hat ja offensichtlich nicht so geklappt. Tja. Was machen wir denn da jetzt? Tut mir ja wirklich leid, Leute, aber damit kann ich mich jetzt einfach nicht zufrieden geben. Wisst ihr, ich bin Creator auf YouTube. Ich habe eine gewisse Vorbildfunktion, ja? Aber ich erwarte, dass das zwischen uns ein Geben und Nehmen ist. Ich mache Videos, ja? Da kann ich ja wohl erwarten, dass ihr einen verfickten Link klicken könnt, der in meiner Videobeschreibung extra für euch da ist. Habt ihr es gemacht? Offensichtlich nicht. Was also eurer Meinung soll ich jetzt tun? Ich verstehe es nicht. Wie funktioniert es bei euch, dass bei uns die Interaktion funktioniert? Soll ich vielleicht andere Videos machen? Was genau wollt ihr eigentlich sehen? Soll ich in eine Badewanne voll Nutella hüpfen? Okay. Soll ich in eine Badewanne voller Luftballons hüpfen? Okay. Soll ich in eine Badewanne voller Chicken Wings hüpfen? Okay. Soll ich in eine Badewanne voller Schleim hüpfen? Okay. Soll ich in eine Badewanne voller Scheiße hüpfen? Okay. Soll ich vielleicht einen Koffer in eine Menschenmenge reinwerfen, Bombe schreien und wegrennen? Okay. Soll ich vielleicht einen Gay-Prank machen? Okay. Soll ich vielleicht ein Reaktionsvideo über Musical.ly machen? Die besten Musical.ly, die schlechtesten Musical.ly? Okay. Offensichtlich ist es ja das, was ihr sehen wollt. Soll ich vielleicht auf der nächsten großen YouTuber-Veranstaltung auf die Bühne rennen und irgendeinen YouTuber crashen? Okay. Soll ich vielleicht auf den Social Media Beef mit einem YouTuber anfangen? Okay. Also das wollen ja viele sehen, oder? Oder vielleicht wollt ihr von mir ein Video sehen, was Jungs machen und was Mädchen machen. Oder was Jungs an Mädchen toll finden und was Mädchen an Jungs toll finden. Also quasi Männer sind die Versorger und Frauen kümmern sich um die Küche und um den Haushalt und um die Kinder. Kein Problem. Ich mache einfach ab sofort in der Woche 3 oder 4 Videos, oder? Kein Problem. Ihr habt mich nicht in NextUp reingewählt, ihr habt mich nicht zum Webvideopreis reingewählt und jetzt bin ich nicht bei TubeClash dabei. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin so enttäuscht von euch. Aber wisst ihr was? Ich bin total glücklich, dass ich nicht beim YouTube-verschriebenen RTL-Sender bin. Das wäre schlimm, weil da läuft nur Assi-TV. Furchtbar. So Leute, ich hatte euch nur ganz einfach gebeten, mich ins Final Clash reinzuwählen. Und habt ihr das gemacht? Nein. So, und ihr könnt euch jetzt überlegen, wie ihr das wieder bei mir gut machen wollt. Ich werde mich jetzt erstmal betrinken gehen und dann drehe ich die Touch My Body Challenge. Ich bin mir meiner Vorbildsfunktion durchaus bewusst und deswegen, liebe Kinder, ich werde das nicht alleine trinken. Ich werde das mit jemandem teilen, weil teilen ist wichtig, Kinder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und man sieht sich dann am Freitag. Ciao. Und am Freitag wird mit ein paar YouTubern abgerechnet. Das wollt ihr doch sehen, oder?